Hey Leute, da bin ich wieder. Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit der Mod, die Rückkehr. Und wir haben Komm gesagt, mit. wir Alles bringen klar. Diego raus und das machen wir auch. Jetzt gleich direkt im Anschluss, ohne viel Zeit zu verlieren. Ich habe mir da schon einen kleinen Schlachtplan zurechtgelegt, wie ich es denn machen will. Und zwar in erster Linie vergesse ich nicht, mein Mana aufzuladen. Vielleicht brauche ich es noch. So. Und zwar sollte es eigentlich gehen, wenn ich diesen Ork hier anlocke erstmal. Ein Mist viel weniger. Der wäre erledigt. Und jetzt laufen wir hier einen geraden, sauberen Strich durch, dass wir weder hier links noch von hier rechts die Orks anlocken. Und jetzt sind wir schon an dieser Position hier. Und das ist sehr gut. Denn ich denke mal, dass ich mit Diego zusammen mit 3, 4 Orks schon fertig werde. Hoffe ich. Okay. Okay, Diego, dann zeig mal, was du kannst. Denn jetzt wird's echt hart. Und ich habe mich wirklich schon ein bisschen getäuscht. Der Diego ist schon saustark mit seinem Einhänder. Er legt hier richtig einen los. Hat auch noch kaum was verloren im Moment. Das sieht ziemlich gut aus. Mal gucken, was jetzt mit diesem Urukai hier los ist. Oh. Alter, wir knüppeln die sowas von weg hier zusammen. Und da vorne wartet natürlich auch schon der nächste Pulk. Ich hoffe echt, Diego, dass wir das zusammen durchstehen. Ich wünsche es mir. Da ist nichts zu holen. So, hier dürfte ich alles haben. Wenn nicht, kann ich ja später eh nochmal herkommen, alles aufsammeln. So, oh, das wird noch echt knüppelhart. Was habe ich denn noch groß? Das hier. Okay, ja, machen wir hier weiter. Irgendwie habe ich es geschafft, dass nur 2 Orks kommen. Das ist sehr gut. Nichts zu holen. Diego ist schon echt übel drauf, muss ich sagen. Der richtet richtig Schaden an hier. Und da liegt auch dieser Ork auf dem Boden. So, war hier oben eigentlich noch irgendwas? Ich glaube aber nicht. Nee. Ja, Diego, passt schon, bleib unten. Alles in Ordnung. Ich wollte nur kurz da hoch. So, wenn mich nicht alles täuscht, dürften hier so ein paar Snapper kommen. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Ja, das gibt jetzt wahrscheinlich ein Problem. Das könnte echt noch ein Problem geben. Aber mal schauen. Wow.
schlage natürlich erstmal auf Diego ein. Nichts zu plündern. Ich glaube, da ist nichts zu holen. Irgendwann kann ich auch mal meine ganzen krallen Zähne und so verkaufen. Habe ich echt schon einen ganzen Arsch voll davon. Der ist echt hart drauf. Diese alte Grabstätte ist mir nicht geheuer. Lass uns lieber drumherum gehen. Ja, ja, ist schon klar, Mann. Nichts zu plündern. Das mache ich alles mal selber, wenn ich mal Zeit habe. So, Snapperchen, komm her. Diego? Diese. Also oh ja, Mann, ist doch in Ordnung. Diese, lass uns. Der will mich doch jetzt echt verarschen, oder? Ja, okay, gut, lassen wir das. Gehen wir weiter. Wir haben eh noch viel zu viel vor. Oh je, oh je. Da ist die Blutfliege echt noch die kleinere Sorge hier gerade. Wir machen eher die ganzen Waage hier Sorgen. Ein Mist viel weniger. Ja, echt gut gemacht, Diego. Ich kann mich echt nur bedanken bei dir. Da ist nichts zu holen. So, die Blutfliege hat, ich glaube noch nicht. So. Dürfte auch gleich wieder steigen wahrscheinlich. Das geht hier echt ziemlich schnell. So, war auf der Seite eigentlich noch irgendwas zum Aufsammeln eventuell? Doch, nee. Okay, jetzt glaube ich, dürfte ich sogar auf einen Troll demnächst stoßen. Der dürfte ja auch noch irgendwo sein. Ja, da ist er natürlich schon, der Troll. Oh je, mal gucken, wie ich den jetzt schaffe. Ich hoffe, dass der Diego sich nicht hier wegschlagen lässt von dem. Seit wann ist der Troll eigentlich so anfällig gegen Pfeile? Sollten Trolle nicht eigentlich immun gegen Pfeile sein? So kenne ich das zumindest noch. Also, ich meine, Diego hat gerade mit den Pfeilen auf einen Troll geschossen und den auch noch getroffen, also ihm Schaden abgezogen. Ja, sehr rätselhaft. Mir soll es natürlich recht sein, wenn das so funktioniert. Ich hatte halt nur eine Erinnerung, dass bei Trollen, dass die einen Schutzwert von minus 1 gegen Pfeile haben. Das heißt, sie sind, man kann sie nicht mit Pfeilen, kann man die nicht treffen, beziehungsweise ihnen keinen Schaden verursachen. So, soll ich jetzt kurz diese Orks noch mitnehmen? Ja, ich denke schon. Das sind wieder so 1500 Erfahrungen, die werde ich mir bestimmt nicht entgehen lassen. Und so schnell werde ich nicht mehr einen Diego an meiner Seite haben, der mir die Viecher so aus dem Weg räumt. Oh, jetzt muss ich mich echt... Boah, das war knapp. Ey, genau jetzt, genau jetzt. Ah. Na, das ist ja nochmal gut gegangen. Das ist gerade mal noch so gut gegangen. Das war jetzt echt kurz davor, in die Hose zu gehen, die ganze Sache. Ja, dem Diego könnte ich demnächst mal einen Heiltrank geben. Der hat ihn sich echt verdient.
ich verschwende ja gerade mal echt richtig Lebenspunkte. So, wie sieht's denn mit dem jetzt hier aus? Ich glaube, ich ärgere ihn mal ein bisschen. Ja, nimm du den Ork, ich mach den Warg platt. Haben wir beide unseren Job getan. Er hat beide gemacht. Nichts zu plündern. Hä? Da ist nichts zu holen. Ach so, hier war's ja. Ja, da hinten kommt nichts mehr Spannendes. Da kann man einen kurzen Blick riskieren zum Sumpfdrachen runter. Und Tarok ist da hinten auch noch irgendwo, wenn man links hochläuft. Wir wollen allerdings hier rüber, denn Diego weigert sich ja partout, irgendwo durchzulaufen, wo er nicht hin will. Sprich an Drachen und so weiter. Deswegen muss man da eine ganz spezielle Route wählen. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Route gibt. Ich nehme natürlich immer nur die, denn das ist eigentlich, ja, die beste, die es gibt, glaube ich, also wo man am besten durchkommt und noch die meiste Erfahrung abgreifen kann, sage ich mal. Jetzt wird es gleich ein bisschen, kommt gleich ein bisschen Schnee dazu. Herrgott, lass mich doch auch mal ein Viech töten, nicht echt. Ich komme mir echt so nutzlos vor neben dem Diego. Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, noch kein einziges Viech getötet hier gerade in der ganzen Zeit. Ja, der ist doch schon tot. Wie er gleich ausrasten muss deswegen, echt? Gibt's ja gar nicht. Ja, die Blutfliege fehlt mir natürlich noch. Da ist nichts zu. Hab ich die schon? Nichts zu die hier. Ach, da ist nichts zu. Egal, okay, gehen wir weiter. Ja, die Route, die nehme ich immer gerne. Kommt man an sehr, sehr vielen Monster vorbei. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier dürfte noch eine Steintafel rumliegen jetzt. Und eine Goblinbeere. Okay, gut. Nehme ich natürlich auch mit. So, jetzt mal lassen wir mal kurz gucken. Oh, meine Ausdauer war natürlich ganz unten. Eine Weidebeere. Hier muss man ganz stark aufpassen, wenn man diese Bären hier mal isst. Nicht, dass ich hier ein paar Kronstöckel verschlucke aus Versehen. Das wäre gar nicht gut. Und dann hoffe ich demnächst auch mal wieder auf ein bisschen Schutz vor Magie. Dürfte demnächst mal wieder so sein. Zwar noch nicht direkt, aber irgendwann mal. Ich schätze noch so 20 Beeren muss ich ungefähr noch essen. Teklas Eintopf habe ich hier noch. Meinen ganzen Kleinkrampf hier ein bisschen vernichten, dass es nicht so wild aussieht in meinem Inventar. Und noch einmal ein bisschen Mana vielleicht noch. Ja, so sieht's gut aus. So ist perfekt. Okay. Jetzt haben wir gut die Hälfte schon geschafft. Die Hälfte haben wir schon gut vom ganzen Weg. Ja, falls ihr euch noch erinnern könnt, wie es damals hier aussah, im ersten Teil noch. Da ging es hier zum neuen Lager. Oh, das war sogar ein Bossmonster gerade. Ja, der heißt Eisteufel. Hat er mal nebenher platt gemacht, der Diego. Finde ich sehr, sehr gut von ihm. Da hat er sich gar nicht lange hier, hat er gar nicht lange rumgemacht, einfach gehandelt. Ein Mist. Ey, lass mich doch einmal auch mal irgendwas töten hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Dann werde ich jetzt erstmal die Banditen da hinten ausschalten. Mit Diego zusammen. Komm her. So, Diego, wir speichern nochmal schnell ab. Und dann werden wir uns daran versuchen,
Besten, ich gehe erstmal in Deckung und lass das alles Diego hier machen. Denn der hat das echt voll drauf. Das war's für dich, Penner. Ich kann aber auch was. Das war's für dich, Penner. Das war's für dich, Penner. Hier geht's ganz schön zur Sache gerade. Das war's für dich, Penner. Eine richtige Schlacht hier gerade. Das war's für dich, Penner. Und interessant zu merken, dass Diego immer nur einen einzigen Spruch parat hat für solche Fälle. Nichts zu holen. Hier war nämlich eine kleine Schnapsbrennerei, glaube ich, im ersten Teil. Konnte man aber nichts irgendwie damit anfangen, also waren nur irgendwelche Wegelagerer oder Banditen, die hier ihr Süppchen gekocht haben, also nichts Interessantes eigentlich. So wie halt jetzt auch. Außer, dass hier Steintafel plötzlich rumliegt. Wie auch immer die hierher gekommen ist. Okay, das war eine einfache Kombination. Schlafen brauchen wir nicht. Wir gehen nämlich direkt weiter. Jetzt werde ich mal noch versuchen, hier vielleicht doch noch ein bisschen hier die Echsenmenschen und den Troll zu dezimieren. Komm, wir laden uns so auf. Okay, am besten erstmal die Goblins hier wegmachen. Aber dass Diego nicht mal freiwillig auf die Idee kommt, mal nichts zu plündern. Vielleicht einen Trank zu trinken. Jetzt darf ich ihm wahrscheinlich was geben. Hier, nimm den Heiltrank. Was macht denn eigentlich so ein Heiltrank bei ihm noch überhaupt aus? Bestimmt nicht mehr so arg viel. Hier, nimm den Heiltrank. Boah, da geht ja fast gar nichts. Also Diego hat schon ziemlich viele Lebenspunkte. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Stelle gut mit ihm funktioniert. So. Und jetzt kommt gleich wieder ein Ork da natürlich und ein Goblin. Ein paar Goblins, glaube ich. War hier nicht noch eine Ork-Axt auf dem Boden? Ach, egal. Ich verstehe da immer, gewarnt seist du da? Ja, aber er wird jetzt hier gewarnt. Nämlich, er wird eh nicht lange überleben. Ich will nur einmal mal auch mal was töten hier. Ein einziges Mal. Ja. Ha! Den habe ich erwischt und den werde ich auch erwischen. Und vielleicht den hier auch noch. Wir sind schon so ein Abräumkommando hier, das gibt's nicht. Nichts zu plündern. Okay. Da ist nichts zu holen. Ja, was ist jetzt los? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Oh, das sieht schlecht aus, Leute. Das sieht ziemlich schlecht aus gerade. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, jetzt. Ja, da hat es gerade ein bisschen gehangen. Ist mir die seitlich laufende Taste irgendwie festgefroren. Jetzt geht's aber wieder. Da ist nichts zu holen. Also nichts passiert. Aber warum habe ich eigentlich schon wieder so viel abbekommen hier? Hier geht's noch wunderbar. Okay, dann versuchen wir mal hier diese Echsenmenschen anzulocken. Es sind nur zwei Stück, also das könnte eigentlich klappen. Diego feuert halt voll drauf los. Oh, er braucht aber auch schon drei oder vier Pfeile dafür, habe ich gesehen. Mal gucken, wie es mit dem Schwert läuft. Oh, lässt du Diego in Ruhe? Das sieht nicht gut aus. Wenn der jetzt Diego ein paar Mal trifft, ist er wahrscheinlich auch weg. Jetzt müssen wir auch den Troll aber noch fertig machen, Diego. Hier noch kein Jubelschrei hier, bitte. Sauber Ding, Alter.
Ah, jetzt hat er hier. Was hat er jetzt gerade getrunken? Einen richtigen vollen Trank? Ja, der hat hier. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Wie nennt man die? Trank der vollen Lebens. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Der vollen Lebensenergie. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit investiere, ist nicht viel, dann versuche ich gleich mal hier diese Eisgolems aus dem Weg zu räumen, weil die stören mich natürlich im Vierten. Ja, das dachte ich mir schon fast, dass Diego hier nicht mit will. Das ist ihm wohl zu nah dran. Okay. Werde ich mal kurz gucken, ob ich das irgendwie anders hinkriege noch. Dann soll er eben kurz hier stehen bleiben. Und ich locke diese zwei Eisgolems einfach mal selber an. Ganz vorsichtig hier. Ja, das muss ich jetzt kurz speichern. Und dann probiere ich mal, ob ich die anlocken kann. Bin mir zwar nicht sicher, weil die hier gleich mit ihrem... Wow. Ich dachte, die machen hier erstmal ihren Eisblock auf mich. Das ist natürlich echt die falsche Waffe. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Diego nicht aufhalten wird hier, diese paar Eisgolems. Das wir jetzt ganz schnell haben. Und das ist auch der Fall. Echt perfekt, Mann. Das ist der Eingang zum ehemaligen neuen Lager. Ich bin mir sicher, da drinnen hat sich ein Drache breit gemacht. Wenn wir zum Pass wollen, müssen wir in die andere Richtung. Jetzt kann ich euch noch einen der legendärsten Sprüche zeigen, wo ich jedes Mal wieder lachen muss. Pass mal auf, das ist der hier. Warte hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir sollen uns trennen? Hier? Das kommt nicht in Frage. Wir gehen jetzt schön zusammen zum Pass. Ich liebe diesen Spruch echt. Ah ja. Hier ist noch ein Lurker, den wahrscheinlich Diego jetzt platt macht. Klare Sache eigentlich. Warum erwähne ich es eigentlich überhaupt? Das ist eh klar. So, jetzt sind wir an der Stelle. Jetzt gucke ich mal, was habe ich überhaupt hier schon erledigt und was nicht. Das muss ich mal schnell gucken. Okay, die Snapper sind noch alle da. Das heißt, es ist ja eine ideale Gelegenheit, nochmal die Snapper anzulocken. Denn Diego ist da echt ziemlich gut darin. Viel Spaß, Diego. Ich guck dir mal zu, wie du das machst, dann lerne ich vielleicht noch was. Oh ja, ich lerne dann, wie man es mal nicht macht. Jetzt muss ich doch auch mal kämpfen hier. Und der Hund hat schon wieder gar nichts abbekommen. Das ist so unfair einfach nur. Das ist so unfair. Der ist so gut. Aber er hat einen Snapper vergessen. Nein. Wir sind echt ein gutes Team, Diego. Echt super. Okay, da hinten gehen wir nicht hin. Das sind nämlich 5 oder 6 Echsenmenschen. Ich glaube, da habe ich mit Diego auch nicht so wirklich eine Chance dagegen. Vielleicht schon, aber das will ich mir jetzt nicht antun. Da gehen wir jetzt schön zusammen zum Pass. So wie er es gesagt hat, so machen wir das jetzt auch. Wir sind jetzt schon fast da. Müssen jetzt nur noch hier durch und dann einfach ja, uns am Fluss entlang schlängeln. Und dann sind wir auch schon eigentlich am Pass. Der Rest des Weges ist eh kein Problem. Weil vom Mineneingang zu Jergan, wo der war, haben wir eh schon alles weggeräumt. Da dürfte nichts mehr stehen. Ich bin sogar schon Level 41. Also das geht richtig schnell hier gerade. So, ihr zwei lebt also auch noch. Gut, schön zu wissen. So, wir sind echt weit gekommen schon. Läuft ziemlich gut eigentlich gerade. Ich lade mich schon mal ein bisschen auf noch. Und dann kommt der Endspurt jetzt eigentlich schon.
Wie gesagt, hier an der Stelle mache ich auch wieder gern. Nehme ich noch ein paar Orks mit, wenn ich eh schon hier bin. Ich probiere es zumindest. Wird wahrscheinlich aber nicht ganz einfach hier, weil das sind echt viele. Richtig viele. Zumal hier auch wieder Armbrustschützen dabei sind. Und die machen... Boah, die fackeln echt nicht lange. Ein Mist viel weniger. Ja, hier ist aber noch eins, Diego, bitte. Ich bitte doch darum. Ja, danke. Oh, ich stehe wirklich ein bisschen ungünstig eigentlich hier an der Stelle. Ich lade mich lieber mal ganz auf, denn ich weiß nicht, wie viel so ein Schuss ausmacht. Nicht, dass es dann an dem kleinen Millimeter liegt, den ich mich nicht aufgeladen habe, dass ich deswegen drauf gehe. Ich werde das nochmal absichern jetzt. Zur Sicherheit. Wie gesagt, immer schön speichern, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und immer auf mehreren Slots speichern. So. Sauber, einfach reingeboxt hat er den. Da kommt auch nochmal einer. Hat er eine weggemacht jetzt? Hat er gemacht. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Eine Ork-Armbrust. So, ich sammle mal den ganzen Quatsch mal auf hier, der hier rumliegt. Oh, die Ork-Waffe ist ins Wasser gefallen. Da ist eigentlich würde ich dir ja nicht hinterher tauchen. Genau so. Weil das bringt eh nicht viel, die Ork-Waffen. Ich sammle halt immer lieber alles gern auf. Vielleicht kommt doch mal der Punkt, wo ich vielleicht doch nicht so viel Gold habe und dann dringend Gold brauche. Und dann ärgert es mich natürlich umso mehr, dass ich damals nicht alles aufgesammelt habe. Deswegen einfach immer alles aufsammeln. Man weiß nie, wozu man es noch brauchen kann. So, keine Armbrust-Orks dabei, das ist sehr gut. So, ich schlage da auch mal ein bisschen rein, damit ich wenigstens 1% Schaden mal gemacht habe. Jetzt scheint es ganz schöne Probleme zu geben hier. Denn Diego kommt hier gerade nicht wirklich klar mit diesem großen Ork. Aber jetzt hat er ihn geschafft und jetzt hoffe ich, dass er mich hier befreit. Wie lange kann ich ihn nicht mehr zurückhalten? Weniger. Da fällt mir gerade was ein, und zwar, falls ihr irgendwann mal, also ich nehme schon an, wenn ihr meine Videos hier guckt, dass ihr selber auch ein bisschen Returning spielt, und wenn ihr dann irgendwann mal 1.1 spielen wollt, dann müsst ihr euch für die ganzen Begleiter, also für die ganzen Party-Missionen, so nennt man die ja, also wo ihr mit einem Begleiter zusammen rumrennt, müsst ihr euch eine andere Taktik überlegen, denn außer ihr scheißt natürlich auf die Erfahrung, weil jedes Mal, wenn ein Partymitglied von euch ein Monster tötet, ist dann auch egal, wie viel Prozent das noch hat und wie viele Lebenspunkte dann kriegt eben der es getötet hat, die Erfahrung. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Beziehungsweise die Hälfte der Erfahrung. Es ist die Hälfte, aber es macht sich halt in der Menge dann schon bemerkbar. Weil man kann ja gut sehen, ich bin jetzt durch Diego schon mit der 2 Level gestiegen. Da hängt noch ein ganzer Ork drin. Okay. Und das macht sich echt bemerkbar. Sollte man also ein bisschen vorsichtiger sein. Zumal in 1.1 sowieso das Problem ist, dass es sowieso schon ziemlich wenig Erfahrung gibt. Und auch ein paar andere und die Systeme teilweise geändert wurden. Ach, es ist einfach schwer. Ich will da eigentlich gar nicht weiterreden, gerade an der Stelle, weil das... ich spiele nebenher noch 1.1 und ich reg mich hier in 1.1 mindestens 10-mal mehr auf als hier. Und das sagt eigentlich schon alles. So hart und unfair ist das. Und man quält sich halt auch wirklich nicht nur... Ein Mist viel weniger. Nicht nur mit dem Spiel selber rum, sondern auch mit der Übersetzung. Denn wenn ich nicht alles verstehe, kann ich manches auch nicht richtig machen. Und es wurde halt auch vieles gegenüber von 1.1 geändert, sodass manche Dialogoptionen ganz anders sind. Und teilweise ganze... Ach, deswegen war der so stark! Das ist ein Bossmonster hier. Der Knochenschlucker. Legendärer Name.
Ich habe mich gerade gewundert, ich war mir gerade sicher, der Drachensnapper hat mich nicht erwischt. Dieser Snapper hat mich irgendwie getroffen und der will auch irgendwie gar nicht kaputt gehen. Ich bin schon echt krass. Einfach mal durchrennen, ja? Einfach mal alles niedermelzen, egal. Ist ja egal, ist ja nur ein Snapper, gell? Naja, ja, wo ich war, und zwar... Jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen, Mist. Ja, ich habe wieder irgendwie bei 1.1 geschimpft, wahrscheinlich. Ja. Lass mal einfach so stehen. 1.1 ist eine ganz eigene Kiste für sich. Kann man jetzt mit Returning, also mit 1.0, nicht mehr so richtig vergleichen. Ist viel dazugekommen, viel wurde geändert. Und es wurde, um es kurz zu sagen, einfach noch sau unfair schwieriger. So viel kann man dazu sagen. Weil die Rückkehr, also lass uns noch ein bisschen steigen, ein bisschen richtig skillen, dann ist das echt ein Kinderspiel, das hier. Das ist echt Heimspiel dann, ganz ehrlich. So, jetzt überprüfe ich mal kurz Diegos Lebenspunkte, denn ich glaube, dass der auch... Pff, der hat wieder nichts abgekriegt. Warum frage ich eigentlich? Warum mache ich mir eigentlich um Diego so Gedanken? Der ist einfach ein Überlebenskünstler. Ich habe so das Gefühl, dass der immer hier extra ein bisschen wartet, bis ich was abkriege, nur dass er später so gut dasteht nach dem Kampf. Was ist mit ihm hier los? Er macht wohl gar nichts mehr. Scheiße voll, oder? So. Ja, aber Diego, wenn das so ist, dann können wir doch eigentlich auch zusammen kurz die ganze Orkstadt auseinandernehmen, oder? Wäre doch eine gute Idee. Und wir sind eh gleich da. Wir müssen nur da oben links. Dann können wir kurz in die Orkstadt gehen, oder? Länger als 10 Minuten brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Wir laufen da einfach durch, Diego, okay? Soll ja kein Problem für dich sein, oder? Das Aufsammeln wird langsam echt ein bisschen lästig, muss ich sagen. Also jetzt nochmal kurz überprüfen. Habe ich hier alles aufgesammelt? Ja. Das ist doch gut. Es existiert hier ein Fleck, wo es erstmal keine Orks mehr gibt. Die sind einfach weg. Ja, es gibt einfach mal hier keine Orks mehr. So, Diego, du kommst hier sauber runter. Gut gemacht. Hier dürfte ich, glaube ich, sogar schon gewesen sein. Tatsächlich, hier unten war ich schon drin. Wie ich das auch immer gemacht habe, aber ich war hier unten schon drin. Wir laufen mal hier hoch. Boah, sieht ja echt gut aus. Da ist noch so ein vereinzelter Ork. Ja. Hier gibt es echt nicht mehr viel zu machen. Ich weiß nicht, ob ich da oben jetzt kurz noch hingehen soll und ein bisschen was anlocken soll. Wie gesagt, das empfiehlt sich halt... In 1.0 empfiehlt sich es halt echt, wenn man schon so einen Begleiter hat, und es ist ja ein richtig starker Begleiter auch, also der Diego, der, ich habe den jetzt wirklich, muss ich echt sagen, extrem unterschätzt, was sein Nahkampftalent angeht. Das ist ja echt nicht von der Welt hier. Und da muss man das einfach mal ausnützen, wenn man ihn an der Seite hat, und einfach mal hier querfeld ein paar Orks einfach mal niedermetzeln. Anders kann man das gar nicht mehr nennen, was der hier macht. Der pflügt hier wirklich einfach nur durch. Dann die Frage, darf ich die hier kaputt machen oder nicht? Zählen die schon als Orkstadt? Ich weiß nicht, ob der dann... Ihr wisst ja, dass da oben die Orkstadt ist und nicht, dass dann hier Urtral sauer auf mich wird. Das will ich natürlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, komm, wir machen das jetzt einfach. Orks sind immer noch unsere Feinde. Oben ist... Oh, da oben ist sogar einer am Turm drin. Da muss ich aufpassen.
glaube, jetzt habe ich ein ernstes Problem. Ist ja gerade auch ziemlich unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, wir haben es echt gut gemeistert hier. Ich bin aber immer noch nicht ganz fertig hier. Ich will da oben noch zumindest kurz hin und die Snapper noch oben platt machen. Ah, der Ork hier, der gefällt mir gar nicht, aber der scheint irgendwie gar nicht zu registrieren, dass wir hier seine ganzen Kumpels kaputt machen. Irgendwie interessiert es den gar nicht. Deswegen machen wir jetzt noch kurz die Stelle und dann bringen wir Diego zurück. Das passt dann auch, da sind wir gleich fertig. Das sind natürlich hier 5 Drachensnapper auf einem Haufen. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem. Boah, das waren sogar 6 Drachensnapper. Ich glaube, ich spinne, Alter. Das ist echt nicht mehr von der Welt hier gerade. Aber Diego, der macht das einfach. Das ist Wahnsinn, was der macht, der Diego. Jetzt habe ich sogar Diego geschlagen. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht böse. Herrgott, geh doch mal aus dem Weg. Da ist nichts zu holen. Ja, das sehe ich selbst, dass da nichts mehr gibt. Wo ist denn die Orkwaffe eigentlich schon wieder hin? Ist wieder runtergerutscht. Nichts zu holen. Ich hoffe jetzt, dass da nichts mehr kommt. Dass die mich hier nicht mitkriegen, was ich hier jetzt mache. Ich will mir nur kurz den Feldknöterich und die Truhe holen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Ah, guck mal an, da braucht man einen Schlüssel für. Da muss ich jetzt mal, das muss ich mir gleich aufschreiben. Wenn ich das Let's Play beendet habe. Das muss ich mir echt aufschreiben, mit dem, dass hier ein Schlüssel ist. Ich glaube auch, das habe ich schon im letzten Durchlauf probiert und habe da aber nichts gefunden. Es war mir wahrscheinlich dann ab dem 4. Kapitel auch egal, was da drin ist. Weil da gibt es wahrscheinlich nichts mehr, was ich so begehren kann, was meine Werte dann noch irgendwie so verbessert, dass es jetzt extrem gut wäre und extrem wichtig, dass ich diesen Schlüssel bekomme. Also ich glaube, dass da nicht so was Gutes drin ist. Oder es gehört zu einer Quest. Und guck mal, was wir haben. Hier liegt mein Feuerbogen immer noch rum. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich lasse den da mal liegen zum Test auch. Da gab es ja dieses Problem mit der Verwandlung. Und ich glaube, er lag jetzt lange genug hier rum. Ich nehme ihn wieder an mich jetzt. Ich weiß echt nicht, wie lange der da schon liegt. Das müssten wir echt mal nachgucken, wann ich den liegen habe lassen. Ja, das interessiert mich. Das muss ich gleich mal machen. Das will ich unbedingt wissen. Aber das ist schon einige Parts her. So, jetzt haben wir Diego endlich mal hochgeschafft. Das hat echt lang gedauert, jetzt muss ich sagen. Obwohl es eigentlich recht flüssig und ohne Probleme gegangen ist jetzt, die ganze Geschichte. Also ich hatte jetzt keine nennenswerten Probleme. Es gab öfters mal ein Problem, dass ich den Diego verloren habe. Dann war... Also wenn man ihn verliert, ist es sowieso ganz schlecht, weil dann ist der entweder schon oben am Pass und man hat halt einiges, konnte man mit ihm einiges nicht machen. Oder er ist wirklich ganz weg, da muss man ihn dann inserten, wenn man keinen Spielstand mehr zum Laden hat. Oder er ist wieder am Anfangspunkt. Also man sollte Diego besser nicht verlieren. Man sollte am besten, wenn man so eine Begleitermission hat, niemals irgendeinen NPC verlieren. Denn den wieder herzubekommen, ist sehr schwierig. Aber noch schwieriger ist die Stelle, die uns jetzt bevorsteht. Denn jetzt müssen wir hier rein. Denn wenn ich im 3. Kapitel dann Diegos Lederbeutel holen soll, ist es natürlich von Vorteil, wenn die Orks hier schon mal weg sind. Ich könnte natürlich mit dem Ulumulu auch durchlaufen, aber wenn ich schon an der Stelle bin, ich muss ja mit Diego jetzt sowieso hoch, weil da gibt es dann diesen Nostalgiebonus, das wisst ihr ja bestimmt auch aus dem normalen Die Nacht des Raben. Hier ist halt eine extrem scheiß Stelle, weil hier oben diese Orks runterfeuern wie Sau und allein noch 4 Bodentruppen-Orks hier auf einen Zugsturm kommen. Das überlebe ich jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ich muss da jetzt einfach reinrennen, ich muss es tun.
hat nicht echt Diego den Ork da unten runtergeblasen mit seinem Bogen? Das ist ja echt gigantisch, was der macht. Ist da eigentlich noch oben einer? Ich sehe nichts. Nee, sieht gut aus. Ja, das wird echt ein Heimspiel mit Diego. Das ist gar kein Thema. Ich kann mir schon vorstellen, dass der durch diesen 1.01 Patch, ich glaube, ein bisschen stärker gemacht worden ist. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich so locker mit ihm hier durchgegangen bin beim letzten Mal. Ich hatte nichts zu holen. Ich habe noch kein einziges Mal jetzt neu laden müssen, weil ich oder er draufgegangen ist. Ich spiele das eigentlich gerade ohne Laden gerade durch. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich das kann. Das ging davor nicht. Na? Also ich bin ziemlich zufrieden. Mal gucken, ob das jetzt auch noch so bleibt bis zum Schluss. Das wäre ganz gut. Ja, jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem, weil Diego hier ums Eck steht. Ich logge ihn einfach her, genau. Einfacher. So, jetzt kommt der Schluss. Da kommen natürlich nochmal ordentlich Orks hier. Die Grünfälle. Ich bin eigentlich schon eine richtig feige Sau, oder? Ich lock die Orks an und dann verschwinde ich in den Hintergrund. Ich würde es euch nur empfehlen, das auch mit Diego zu machen, falls ihr das spielt. Nicht viel weniger. Also ich mache das ja in die Nacht des Raben, mache ich das ja auch schon generell so. Nur die Nacht des Raben gibt es eben nur ein Zehntel der Orks, die es hier gibt. Und ja, da lohnt sich das auch umso mehr. Ich bin jetzt schon 2 Level mit Diego allein gestiegen. Und das im Größenbereich von 40. Also normal ist man ja im Minental, wenn man im normalen Nacht des Raben ins Minental geht, ist man vielleicht gerade mal 20, 25. Ich bin ja mit 35 erst ins Minental gegangen oder so. So. Genau, und jetzt erinnere ich mich auch wieder, als ich das letzte Mal hier war, habe ich das, ja, so in ganz haargenauer Kleinarbeit versucht, Diego hier an den Punkt zu locken, weil der muss ziemlich nah ins Wasser gehen und ich muss auch irgendwo hier stehen. Und ich habe immer versucht, dass ich diese Orks hier nicht anlocke noch zusätzlich, und weil ich gewusst habe, dass es nicht klappt, und ich habe die auch nicht fertig gemacht. Deswegen denke ich, da ist nichts zu. Denke ich mal, dass ich das mal wagen kann hier, die Orks einfach mit in den Tod zu reißen. Das durfte klappen. Das sind jetzt auch nochmal so 5-6 Orks, die hier kommen. Die habe ich beim letzten Mal echt vermieden, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und der sechste kommt irgendwie gar nicht. Weißt du noch, damals, als wir uns hier das erste Mal trafen? Ist eine lange Zeit her. Irgendwas war noch an diesem Ort. Ach, verdammt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Na, wie auch immer, den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Okay, das hat jetzt doch echt reibungslos geklappt. Das Beste ist, wenn man jetzt Diego, wenn er an dem alten Mineneingang steht, nochmal anspricht, bekommt man irgendwie nochmal 500 Erfahrungen. Da ist nichts. Warum auch immer das so ist. Nichts zu plündern. Das hier ist Diegos prall gefüllter Lederbeutel, in dem befinden sich ja 2000 Goldstücke. Schade, dass er sich nicht mehr erinnern kann. Ist schon schlimm, wenn man nicht mehr weiß, dass hier 2000 Goldstücke lagen. Ja, allein bin ich halt doch noch nicht so stark. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt mit dem Ork hier. Aber ich denke mal, den werde ich schon schaffen.
Ich fühle mich eh mental gestärkt jetzt durch Diego. Ich hoffe, dass ich den jetzt schaffe. Es war mir so klar, dass das jetzt so anfängt. Und da sieht man aber, was der Diego ausmacht. Also ich bin echt eine Niete gegen die Orks. Das brauche ich so nicht versuchen. Ich brauche es echt so nicht versuchen. Nehme ich lieber meinen Feuerpfeil. Hä, wo ist denn der Ork jetzt hin? Normal hört man das doch, wenn der nicht eigentlich mehr verfolgt. Aber der hat irgendwie auch kein wirkliches Interesse an mir. Ne, den will ich jetzt einfach noch schnell machen. Ist mir jetzt egal. Das machen wir jetzt noch. Ich habe zwar gewusst, dass die Folge etwas länger wird, aber oh, dass sie gleich 50 Minuten jetzt lang wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach Mist, ich habe doch völlig vergessen, dass Feuer den gar nichts ausmacht. Aber ich werde den jetzt schaffen. Das ist jetzt mein Ziel. Ich werde diesen Ork jetzt packen. Das einzige Problem ist halt, dass meine Waffe so kurz ist. Er macht aber gerade auch keinen wirklichen Volltreffer mehr bei mir. Dabei sollte man aber eigentlich doch ausgehen, dass bei einem Ork-Krieger und bei so einem kriegerischen Volk fast jeder ziemlich gut ausgebildet ist in seiner Waffe, aber er war wohl jetzt nicht so gut ausgebildet, denn er hat mich fast gar nicht richtig getroffen. Nur so ein bisschen angekratzt immer. Da hat es mich davor schon ein paar Mal echt böse erwischt. Ja, und hier befinden wir uns natürlich an einem Punkt, wie Diego schon gesagt hat, wo alles begann. Ich finde diese Stelle immer noch richtig schön anzusehen eigentlich. Ich mag diese Stelle hier total. Ja, schade, dass das alles so den Bach runtergegangen ist. Aber was echt interessant wäre, wenn jemand mal so eine Mod machen würde, wo man einfach vor der Zeit noch in Korinnes wäre oder auf Myrtana zum Beispiel oder so. Das wäre echt mal ein gutes Projekt. Wäre ich echt dafür. Aber naja, es spielen ja wirklich nicht mehr so viele Leute heute Gothic. Es sind schon wenige, muss ich sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so viele heute spielen. Die richtigen Hardcore-Zocker wahrscheinlich schon noch, wo ich mich auch dazu zählen darf. Denn ich war von Anfang an dabei. Aber, naja. Wie gesagt, deswegen. Aber ich habe mir einfach gedacht, komm, ich mache da ein Let's Play darüber. Das ist das Spiel echt wert. Okay. Da habe ich dann jetzt alles. Oh, hier liegt noch ein Bolzen rum. Wahrscheinlich von so einem Ork. Warum liegt denn der noch hier? Wahrscheinlich. Kann ich den noch ausrauben? Ja, genau. Okay, dann quatsche ich nur ganz kurz mit Diego noch, hol mir die 500 Erfahrung und dann muss ich den Part auch ganz, ganz schnell beenden. So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinnes zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Alles klar, bis später. Und ich sage auch zu euch tschüss und wir sehen uns beim nächsten Part. Servus.